Stachelschweine sind eben Schweine. Was? Wovon redet ihr überhaupt? Und bitte keine Rätsel mehr. Stachelschweine leben eigentlich ständig in Unordnung, weil sie immer und überall Stacheln verlieren. Ihre Stacheln sind eigentlich Haare und Haare fallen eben aus. Das weiß jeder, der mal eine Katze oder einen Hund hatte. Also, wenn wir Piekser bis zu seiner Höhle folgen, finden wir einen ganzen Haufen Stacheln. Und zwar solche, die er sowieso nicht mehr braucht. Ja, das ist die erste vernünftige... Jungs, was ist da los? Und was sind das für Laute? Chloe, wir reden später. Oh je, wir sind in Schwierigkeiten. In dreifachen Schwierigkeiten. Nicht bewegen. Schon klar, ich gehe in Deckung. Hm? Piekser, komm zurück. Er scheint überhaupt keine Angst zu haben. Stampft mit den Füßen und rasselt mit dem Schwanz, als wäre es ihm völlig egal, dass er ausgewachsene Löwen vor sich hat. Ja, er sagt, legt euch nicht mit mir an. Ihr würdet es bitter bereuen. Seine Stacheln sind Warnung und Waffe zugleich. Hörst du, wie bedrohlich sie rasseln? Wow, so eine Verteidigungsstrategie bringt einem überall Respekt ein. Oh, der Löwe sollte sich besser in Acht nehmen. Stachelschweinborsten sitzen extrem locker. Die Tiere können damit nicht um sich schießen, aber die leichteste Berührung reicht aus und schon hat man die Pfote oder das Gesicht voller Stacheln. Unglaublich, ein überraschender Rückwärtsangriff. War das nicht ein klasse Manöver? Die beste Verteidigung ist immer noch der Angriff. Oh, ouch! Da, die stachelige Abwehr in Aktion.